Heimspiel gegen eine höherklassige Mannschaft, wenn man das gewinnt, muss man, glaube ich, zufrieden sein. Hier aber heute auch mit der Leistung. Ich denke, wir haben das auch nicht gemacht heute, auf jeden Fall. Also kann man nichts sagen. Also ist so, wir sind ins Spiel gegangen, wollten wirklich zeigen, was wir können und dass wir selber auch über Fußball spielen und mitspielen können. Ja, das haben wir schon mal bewiesen. Gibt doch ein bisschen Selbstvertrauen, glaube ich, ne? Ja, natürlich. Man weiß natürlich am Anfang nie so richtig, wo man steht. Das ist trotzdem immer noch so. Wir schauen, dass wir weiter ordentlich arbeiten, haben noch ein paar Tage Zeit, dürfen das natürlich auch nicht zu hoch nehmen, weil es ist im Endeffekt nur ein Testspiel und können uns davon nichts kaufen. Insgesamt gut, total fokussiert, was ärgerlich ist. Förster wird mehrere Wochen ausfallen, man hat eine größere Schnittwunde, richtig auf, richtig tief, Fleischwunde, bestimmt 10 cm. Das ist natürlich ein Cut hinten drin, das wirkt schwer. Das trübt so ein bisschen vielleicht diesen Gesamteindruck auf. Und am Ende müssen wir natürlich auch sagen, es ist nur ein Freundschaftsspiel. Wir müssen jetzt nicht in die Gefahr laufen, alles überzubewerten. Hätten wir verloren, nicht alles unterzubewerten oder alles schlecht zu machen. Die Mannschaft muss so fokussiert bleiben. Also sie ist in sich total gefestigt, in sich klar, was sie will. Wenn sie das weiter so macht, so. War es noch nicht der letzte Sieg. Hat euch denn Cottbus heute überrascht? Nee, also es war uns völlig klar, das ist ein ambitionierter Regionalligist, ja, muss man ja leider mittlerweile sagen, aber eine gute Mannschaft und bei uns hat er einfach nicht zu 100% die Einstellung gestimmt und dann kommt das raus, da ist der Unterschied nicht so groß. Ja, wir trainieren unter Probenbedingungen und dementsprechend müssen wir einfach gucken, dass wir dann für nächste Woche dann mal eine Schippe drauflegen. Mhm. Cottbus mit vorn, Magdeburg ja auch. Könntest du dir vorstellen, dass es zwei Aufsteiger gibt? Und dass du dich doppelt freust vielleicht? Das ist alles möglich. Fußball kann man leider nicht vorhersagen. Jena hat eine gute Runde gespielt, ja, Energie aber auch. Und da muss man gucken, was dann am Ende rauskommt. Und es drückt natürlich Energie auf die Dauer natürlich. Siehst du eine Chance, eine echte, für Cottbus? Wer hat die größere, ihr oder wir? Schwer zu sagen. Also Energie ist natürlich auch schwer, weil Jena schon auch eine gute Runde gespielt hat. Auch sind sehr stabil. Und, aber wie gesagt, wenn jeder eine schwäche Periode haben sollte, muss einfach Energie da sein. Und wir wollen halt erstmal versuchen, in die Liga zu kommen. Wenn man sieht, bis zum 13. sind es, glaube ich, 5 Punkte oder 6 Punkte nur. Und das ist halt sehr, sehr wenig. Wir wollen einfach 45 Punkte erreichen, um erstmal schon unser erstes Ziel zu erreichen. Und was dann drüber hinausgeht, das werden wir sehen. Alles klar. Wir wünschen euch alles Gute. Und ich denke, umgekehrt genauso du für uns auch. Ne? Ganz genau. Mach was. Gut, Thiele. Erstmal, Josh, herzliche Gratulation zu diesem Sieg gegen eine höherklassige Mannschaft. Ist das eigentlich immer sehr schön? So ein bisschen Wermutstropfen gab es natürlich. Anfang schon in der ersten Halbzeit mit der Verletzung. Wie schwer trifft euch denn das ins Mark? Natürlich ist das ein schwerwiegender Ausfall, wenn Benny fehlt. Das ist keine Frage. Hat er seine Qualitäten in der Saison auch schon mehrfach unter Beweis gestellt, als Vorlagengeber oder auch Vollstrecker vorne. Aber ich denke trotzdem, dass wir als Mannschaft diesen Ausfall auch auffangen werden, bis er wieder da ist. Mhm. Und trotzdem alles in die Waagschale werfen. Nattermann, sein Ersatz heute, hat seine Sache ordentlich gemacht, nicht nur des Tors wegen. Ja, viel gelaufen, viel gearbeitet. Als Stürmer sein Tor gemacht. Mhm. Ich denke, ich kann durchaus zufrieden sein mit seiner Leistung. War denn die Motivation heute gegen eine höherklassige Mannschaft besonders groß bei euch? Denn ich denke mal, ihr habt kaum mal in der Liga auch so gut gespielt, finde ich. Ja gut, natürlich ist das immer, vielleicht von außen denken viele, dass das so einen Schub extra Motivation gibt. Mhm. Aber trotzdem musst du ja jedes Spiel seriös und ernst angehen, auch in der Liga. Und so wollten wir das heute angehen, gegen ein Ligaspiel. Ist uns ganz gut gelungen. Man merkt, dass die Abläufe immer besser passen jetzt. Wir spielen teilweise richtig guten Fußball, sind in den Zweikämpfen gut drin, können 90 Minuten marschieren. Und ich hoffe, das sieht man dann auch in der Liga und spiegelt sich dann in den Ergebnissen wieder. Das hoffen wir alle. Alles Gute euch und eine gute Vorbereitung noch. Und 10 Tage ungefähr, dann geht's los. Auf geht's. Ne? Gut, ja.